Die ursprünglich aus der Türkei stammende Angora-Katze ist laut Genuntersuchungen die älteste Langhaarrasse der Rasse Katzen und somit auch die Urmutter aller Langhaarrassen. Wissenschaftler sind sich einig, dass das Langhaken der Türkisch-Angora tatsächlich durch natürliche Mutation entstanden ist und im Gegensatz zu anderen Rassen wurde es nicht durch gezielte Selektion herausgezüchtet. Angora ist der alte Name der heutigen Hauptstadt Ankara. Sie war die erste Langhaarkatze, die nach Westeuropa kam. Türkische Sultane des Osmanischen Reiches sandten sie im 16. Jahrhundert als Geschenk an die Höfe in England und Frankreich. Zahlreiche Gemälde dieser Zeit dokumentieren diese Art von Luxusgeschenken. Im 18. Jahrhundert kam die Rasse in Mode und wurde zum Liebling des Adels. Am Hof der französischen Könige war sie allgegenwärtig. Der Adel verehrte diese edle, langhaarige und anmutige Katzenrasse, da zu dieser Zeit in Europa nur die einheimischen, kurzhaarigen Rassen verbreitet waren. Sie wurde hochgeschätzt und es wurden sehr hohe Preise für die Beschaffung bezahlt. In den 1950er Jahren importierten erste amerikanische Züchter sogar ein Angora-Pärchen aus der Türkei, um die heute immer beliebter werdende Rasse weiter züchten zu können. Die Türkisch-Angora ist eine mittelgroße Katze mit schmalem, schlankem Körper und feinem Knochenbau, insgesamt anmutig und geschmeidig aussehend. Der Schwanz ist lang und sehr buschig. Das Fell sticht durch seine seidige Textur heraus und ohne Unterfell liegt es am Körper an und ist dadurch besonders pflegeleicht. Der Kopf ist gleichmäßig und keilförmig, mit mandelförmigen und meistens leicht hochgezogenen Augen. Die Türkisch-Angora ist heute bei allen Vereinen in den traditionellen Farben anerkannt. Weiß, Schwarz und Rot, die verdünnten und silbernen Varietäten dieser beiden Farben, mit und ohne Scheckung und mit und ohne Tabby. Die Türkisch-Angora gilt als eine besonders intelligente Katzenrasse, die ihre ausgedehnte Schmuseeinheiten mit ihren Menschen liebt. Sie bleibt ihr ganzes Leben eine verspielte und auch sehr neugierige Katze. Die zweite Seite des Wesens der Türkisch-Angora ist die Liebe und Treue zu ihrem Besitzer. Die Rasse ist perfekt für Familien, sie liebt das Spiel mit Kindern, Schmuseeinheiten mit Erwachsenen und die Aufmerksamkeit, die ihr in einer tierliebenden Familie garantiert ist. Dank ihres ausgeglichenen Wesens verträgt sie sich mit allen anderen Artgenossen und auch mit Hunden sehr gut. Bei entsprechenden Lebensbedingungen kann eine Angora-Katze zwischen 15 und 18 Jahre alt werden. Für weitere Informationen und unsere Tipps und Empfehlungen bezüglich Ernährung, Pflege und wie Sie Ihre Katze in kürzester Zeit stubenrein bekommen, finden Sie unten in der Beschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.